König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mal ein kleines Experiment mit euch machen und nicht über Bücher reden, sondern als kleine Auflockerungsfolge mal wieder über eine King-Verfilmung. Und dann wollen wir uns heute mit euch über Golden Years oder das Labor des Schreckens unterhalten. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und einen ganz wundervollen Gast, nämlich den Stefan, den Angbor. Hi Stefan. Einen wunderschönen, nee, Moment, falscher Podcast. Hi. Hi. Es ist sehr schön, dass du mal wieder da bist. Du warst das letzte Mal, glaube ich, bei einer Kurzgeschichtensammlung. Er war noch nie da. Nein, er war nur einmal bei Potsdok, unserer Techniker. Nein, das stimmt nicht. Du warst da? Ja, natürlich. Ich war zweimal. Also ich war zweimal euer Techniker. Und ich war schon einmal so ganz offiziöslich hier in der Sendung. Ich glaube, es war bei Blut, oder? War es bei... Ja, es müsste bei Blut gewesen sein. Skeleton. Genau, dann habe ich die Ballade von der hier Dingskugel. Stimmt. Und wie hieß das andere noch? Das Seltsame. Nona? Ja, irgendwie, ja, sowas. Komisch, wieso ich dich dann verdrängt habe. Ich meine, wenn ich dich heute verdrängen werde, dann verstehe ich das wenigstens. Das ist eine Macht der Gewohnheit, oder? So jeden Sonntag wieder. Ja. Wahrscheinlich schon. Du bist ja sowieso Ehrengast der Herzen. Du bist im Geiste immer dabei. Genauso wie der Hendrian. Oh. Hallo Hendrian. Hallo Hendrian. Aber wir freuen uns ernsthaft sehr, dass du mal wieder dabei bist. Und wir entschuldigen uns im Voraus, dass du ausgerechnet bei dieser Folge dabei sein musstest. Och, ich sag mal so, also ich habe ja schon so ein bisschen Dips auf die seltsamen Seltsamigkeiten des Herrn King. Von daher ist das, glaube ich, alles gut so. Okay. Ja, wer sich gewundert hat, es ist in letzter Zeit die Sendefrequenz sehr eingebrochen. Das liegt zu einem großen Teil an mir, aber zu einem großen Teil auch an der Situation der Welt. Ich denke, ihr versteht das. Es wird dieses Jahr auch nicht mehr allzu viel passieren. Wir haben ja in der letzten Folge über Schlaflos gesprochen. Das war auch der Grund, warum wir über diesen Film jetzt reden. Details dazu werdet ihr gleich erfahren. Generell ist aber dieses Jahr, wie gesagt, nicht mehr allzu viel in Planung. Es kommt noch auf jeden Fall eine reguläre Folge. Und natürlich werdet ihr wie jedes Jahr wieder eine Jahresabschlussfolge bekommen. Nur damit ihr euch nicht wundert, dieses Projekt ist nicht tot. Dieses Projekt ist zumindest nicht töter, als es von Anfang an war. Aber wir haben halt momentan alle so ein bisschen Privatdings, Zeugs und Pandemie und Sach, und wir wissen alle momentan nicht so richtig, wo uns der Kopf steht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber es wird hier auf jeden Fall immer weitergehen, bis wir irgendwann keine Bücher mehr haben. Gebt ihr mir da recht? Absolut. Nein, aber das mache ich ja nie. Okay, wollen wir mit dem Film anfangen. Wie gesagt, das Ganze heißt Golden Years im Original mit einem Soundtrack von David Bowie, wenn ich das richtig verstehe. Ja, tatsächlich. Ich hätte ja, also okay, David Bowie hätte ich da nicht vermutet. So bei dem, wie der ganze Soundtrack aufgestellt ist, hätte ich da eigentlich eher so Mike Knopfler im Hinterkopf gehabt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es nur das Titellied ist. Das Titellied ist von Bowie, der Rest vom Soundtrack ist, keine Ahnung, da habe ich gar nicht nachgeschaut. Der blieb mir auch nicht so in Erinnerung. Ich denke, das ist irgendeiner der 90er Jahre Fernsehmusikmacher. Aber das Titellied Golden Years ist aus einem 1990er Album Changes Bowie. Okay. Wollen wir erst mit der zeitlichen Einordnung anfangen? Dann würde ich das Wort an den Flo übergeben. Ja, können wir gerne machen. Und ich wollte jetzt mal hier, wissen wir diesmal nicht bei Büchern, sondern bei... Die Dela sagt Film, aber es ist auch kein Film, es ist eine Fernsehserie. Bei einer Fernsehserie der frühen 90er. Und das war eine Zeit, in der sich die Serienlandschaft doch stark geändert hat. Wir hatten 89, 90 die Serie Twin Peaks. Und mit der hat sich dann doch gerade so im Horror-, Science-Fiction-, Fantasy-Bereich im Fernsehen einiges getan.
ich glaube, die meisten von euch wissen zumindest grob, was diese Serie ist. Und da braucht man nicht groß drauf einzugehen. Und wer sie kennt, weiß, dass sie sehr einflussreich war. Sie hat dann den Grundstein gelegt für sehr viele Serien, die dann in den folgenden Jahren kamen. Zum Beispiel ab 1993 Akte X natürlich. Mhm. Aber auch diese ganzen übernatürlichen Serien der 90er Jahre, Buffy und Angel, bis hin zu aktuelleren Sachen, gut, aktueller Sachen, Supernatural 2005 zum Beispiel gestartet. Oder, ich bin Jonathan Frakes. Oder zu Jonathan Frakes. Zu X-Faktor. All diese Sachen. Und auch Golden Years spielt in dieses Klima hinein. Wir werden noch drüber reden, dass es viele Sachen gibt, die einen an Akte X erinnern. Ja. Aber tatsächlich war Golden Years vorher da. Die Serie ist von 1991 und war auch als von CBS als Fernsehserie geplant. Stephen King hat das Drehbuch geschrieben oder daran mitgearbeitet. Das Grundkonzept war auch von ihm. Mhm. Und es war auch geplant, nach dieser ersten Staffel mit 8 Episoden eine zweite Staffel zu machen. Das hat nicht ganz hingehauen und was das dann auch für Auswirkungen hatte, da kommen wir dann nachher drauf. Aber wie erinnert ihr euch denn so an die Serienlandschaft dieser Zeit? Ja, also ich bin halt, wie Stefan schon sagte, hier X-Faktor und solche Sachen fand ich unglaublich geil. Ich bin allerdings tatsächlich noch ein bisschen zu jung, das heißt, ich habe das Zeug dann meistens viel später erst gesehen, also in der 300. Wiederholung. Muss aber dazu sagen, ich war als Kind ein fürchterlicher Schisser und konnte dieses Zeug alles nicht angucken. Ich erinnere mich da immer noch an eine X-Faktor-Folge mit dem Monster im Schrank. Also ja, dieses dunkle, mysteriöse und natürlich auch diesen Einfluss von Regierungszeug und diese Dinge, die sind ja recht oft thematisiert worden in diesen Serien und das haben wir hier natürlich auch wieder drin. Ja, also vielleicht von mir, klar, natürlich Akte X damals so in Deutschland in der Erstausstrahlung, damals glaube ich bei Pro7 total gefeiert. Mhm. Keine Episode irgendwie verpasst, also ich weiß nicht, ob das so die erste Serie tatsächlich auch gewesen ist, die ich so richtig gesuchtet habe, so in meinem, ja, damals noch relativ jugendlichen Alter. So hier und da ein paar Akte X-Vibes kamen da auf jeden Fall durch. Ich glaube, so wie du das schon angesprochen hast, so ein bisschen Scully war da auf jeden Fall dabei. Ja, definitiv. Und ich möchte an dieser Stelle gleich sagen, sie war auf jeden Fall der einzige Grund, warum ich diese Miniserie überhaupt durchgehalten habe. Ja, Akte X habe ich auch gesehen damals. Ich weiß nicht, es kam Akte X und danach, glaube ich, Outer Limits. Das durfte ich dann nicht gucken, weil ich da zu jung war, fanden meine Eltern. Hier dieses X-Faktor auch ab und zu mal, wenn man gerade reingeschaltet hat, aber nicht speziell geguckt. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, von diesem ganzen Horror-Gedöns nicht viel mitbekommen. Da gab es auch noch was für Eerie, Indiana. Oh ja, auch eine sehr schöne Serie. Ja, das war auch irgendwie ziemlich großartig und irgendwie auch ziemlich durch, so im Großen und Ganzen. Ja, das hat ja dann auch zu Serien geführt, die vielleicht nicht unbedingt im Horrorbereich waren, die aber eher so dieses bisschen außergewöhnliche, komische Menschen hatten, wie ausgerechnet Alaska oder Picket Fences. Mhm. Also ich würde sagen, das hat wirklich große Auswirkungen gehabt, die wir heute noch spüren, glücklicherweise, denn so sehr ich 80er-Jahre-Serien mag, die Entwicklung gefällt mir doch besser. Wie würdet ihr das denn so in Verhältnis setzen mit Twilight Zone und solchen Sachen? Es ist ja hier tatsächlich eben nicht dieses rein episodenhafte, wie es bei X-Faktor und bei Twilight Zone war, sondern wir haben ja hier trotzdem einen durchgängigen Handlungsfaden. Ja, das also ich würde eher sagen, das hier ist, während Twilight Zone sowas die Kurzgeschichten sind,
die alle so unabhängig voneinander sind, ist das hier so das große Roman-Epos. Wobei das natürlich jetzt für diese Serie nicht so ganz passt. Aber so schätze ich das ein. Und auch hier im Stil von Twin Peaks, also dass die Geschichte wirklich von Folge zu Folge weitererzählt wird und nicht am Ende der Episode alles wieder auf Anfang gestellt. Ja, also ich meine, es gab ja da vorher auch noch so Serien wie Geschichten aus der Gruft oder so Elvira gab es ja da, glaube ich, auch noch so im TV, wo dann halt auch so Gruselgeschichten erzählt worden sind. Aber du hattest halt sehr, sehr häufig irgendwie so das Monster of the Week, was ja auch am Anfang bei Akt X ziemlich, ziemlich krass war. Sprich, du hast halt wirklich ja eine Woche ein Monster. Ähnlich wie es ja auch in anderen Serien ist, oder war so Star Trek oder sowas, und dass sich da wirklich so ein großer Handlungsstrang und Handlungsbogen da aufspannt, kenne ich tatsächlich aus Serien aus der Zeit nicht so wirklich. Aber nicht aus dieser Art von Serien. Denn du vergisst etwas, das damals auch sehr populär war: Dallas, Denver, Falcon Crest. Also in Seifenopern war das schon gang und gäbe, aber. Das stimmt. Jetzt, wenn du so, ja, doch. Aber tatsächlich aus solchen Krimiserien oder eben hier Horror, Science Fiction, da kannte man das so kaum. Mhm. Ich habe jetzt nicht geguckt, wann die Original-TV, die außerirdischen Serie, die war aus den 80ern, da ging es auch manchmal ein bisschen mehr ineinander über, aber bei weitem nicht so wie hier in dieser Serie. Was gefällt euch denn besser als Konzept? Weil ich muss sagen, bei Akte X war es halt tatsächlich so, die ersten Staffeln fand ich geil, weil es eben dieses jedes Mal ein neues Monster und jedes Mal eine neue geile Idee. Und das hat mich halt tatsächlich bei Twin Peaks, ich mag Twin Peaks, aber es hat mich halt nie so richtig gereizt. Weil wenn du da einmal den Witz verstanden hast, verliert es halt an Reiz, finde ich. Also ich habe tatsächlich damals bei Akte X dann diese längeren Handlungsstränge habe ich schon gut gefunden. Also gerade dann eben, als das Ganze dann halt immer abgefahrener geworden ist und dann eben mit, okay, da gibt's wirklich Außerirdische und dann die Geschichte halt mit, ich glaube, Mulders Schwester und Scullys Kind und doch, das fand ich schon spannend irgendwie. Mhm. Also ich denke, Mischung macht's. So wie das in den 90ern dann mehr und mehr in Mode kam, Akte X oder auch Buffy, wo ja dann auch die Staffel einen großen Handlungsbogen hatte, aber die Folgen doch für sich gestanden haben noch und eben diese Hauptgeschichte immer nur ein bisschen weitererzählt haben. Das mag ich ganz gerne. Je nachdem, was für eine Serie es ist, mag ich es auch mal, wenn man wirklich Folge für Folge gucken kann, ohne dass man irgendwie groß was verpasst. Oder auch, was ja heute natürlich bei vielen dieser großen Serien, schlag mich tot, Game of Thrones oder so, diese große Geschichte mag ich auch, finde ich mittlerweile aber doch ein bisschen anstrengend. Okay. Finde ich so insgesamt eigentlich so ganz nett, wie es so, ich weiß jetzt nicht, wie es in den aktuellen Staffeln ist, da irgendwie nicht mehr zum Gucken gekommen bin. Aber bei Doctor Who, so, sag ich mal so, eigentlich alles ab The New Who, wo dann halt wirklich eben zusätzlich zu dem Monster of the Week dann eben noch die größeren Handlungsstränge kommen. Ich glaube, da kann ich mich mit Flo, glaube ich, anständig drüber streiten. Genau. Nein, das sehe ich ganz genauso wie du. Okay, dann würde ich sagen, haben wir die zeitliche Einordnung so ein bisschen durch. Wollen wir uns kurz den Inhalt zusammenfassen lassen? Jonas, ich übergebe dir das Wort. Ja, wenn es jetzt sein muss. Harlan Williams ist 70 Jahre alt und Hausmeister in einer militärischen Versuchsanlage. Nach einem verunglückten Experiment, in dessen Nähe er sich befunden hat, fängt er an, sich langsam aber stetig zu verjüngen und ab und zu grün aus den Augen zu leuchten. Dafür interessiert sich der Shop, das ist eine Geheimdienstorganisation. Und nachdem einige Menschen, die im Zusammenhang mit Harlan stehen, sein Augenarzt zum Beispiel, die wurden ermordet von dem Shop-Agenten Jude Andrews. Ja, und danach verhilft die Sicherheitschefin dieser Anlage, Terry, Harlan und seiner Frau Gina zur Flucht. Die geht dann so ein bisschen durch das halbe Land
und endet nach einem Hin und Her in Chicago, wo Hahn und Gina aneinander gedrängt zusammen in einem grünen Leuchten verschwinden und Jude wird von hinten von Terry erschossen. Und das war's im Groben und Ganzen. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, so richtig stimmt damit durchgehen, glaube ich, funktioniert bei einer 6-Stunden-Serie nicht. Aber zuallererst würde ich tatsächlich darüber reden wollen, warum wir diese Miniserie jetzt nach Schlaflos aufnehmen. Wir hatten ja bei Schlaflos eben auch den Schwerpunkt auf ältere Charaktere und haben uns auch in der Besprechung so ein bisschen, ich habe mich drüber aufgeregt, einige andere fanden es gut, dass man eben tatsächlich denen das Alter so nicht anmerkt. Wie steht ihr denn hier generell dazu, dieses Konzept zu wählen? Also dieses Konzept des Jüngerwerdens, meinst du jetzt? Oder naja, generell erstmal mit älteren Hauptfiguren und dazu dann den Witz mit dem Jüngerwerden. Ja, also grundsätzlich finde ich das gar nicht schlecht. Denn ich finde, dass tatsächlich die Älteren gerade so in der Serienlandschaft in diesen Geschichten unterrepräsentiert sind. Mhm. Also wir haben viel mehr Coming-of-Age-Geschichten als schon ziemlich geagete Geschichten. Ist das dann eine Coming-from-Age-Geschichte? Möglich. Also damit habe ich grundsätzlich schon mal keine Probleme. Aber ich habe die Frage vergessen. Ja, nee, das ist schon ganz gut. Also ja. Mir ging es halt tatsächlich so, ich finde das schön, dass wir mal wirklich mit älteren Menschen anfangen. Es sind eben nicht diese klassischen, wie es bei der Descent-Verfilmung war, absolut nichts sagen die junge Helden, die die Welt einreißen oder retten, sondern eigentlich eben Menschen, die recht profane Bedürfnisse im Leben haben. Ich meine, der will seinen Numm, der will seine Muppel, der will verdammt nochmal seine Arbeit behalten und sich nicht nutzlos fühlen. Das hat mir tatsächlich schon ganz gut gefallen. Den Gag mit dem Jüngerwerden, da bin ich mir nicht sicher, wie ich den finde. Ja, so. Da finde ich, du hast ja vorhin angesprochen, dass man denen das Alter nicht anmerkt. Das fand ich hier eigentlich ganz gut gelöst, indem Gina ja alt bleibt und halt dieser Kontrast da ist, während Harlan immer fitter wird und sie sich immer älter fühlt und auch ja quasi nicht mehr zu ihm passend, quasi vom Alter her. Ja, genau. Da bin ich bei dir. Das fand ich tatsächlich auch, also ich fand da ein paar Punkte sehr, sehr bemerkenswert, also gerade auch für das Alter der Serie. Eben, ja, diese beiden doch jetzt etwas betagteren Menschen, ne? Also irgendwie er ist, glaube ich, irgendwie 71 oder 70, wird 71. Ja, da wird halt auch zwischendrin dann direkt, glaube ich, in der ersten Episode direkt mal geschnackselt. Warum nicht, ne? Also, dass das eben in dem Alter eben auch noch da ist und das Bedürfnis da ist und alles. Das fand ich, wie gesagt, also für eine Serie aus der Zeit tatsächlich ziemlich bemerkenswert. Also doch eine Coming-in-Age-Geschichte. Na. Entschuldigung. Dabei muss man aber auch beachten, der Hauptdarsteller, und ich werde jetzt versuchen, ihn auszusprechen, Keith Sarabayek, ja, ach, keine Ahnung, ist ja auch egal, geboren 1952, das heißt, er war noch nicht mal 40, oder? Warte mal. Also 1990, ja. Er war noch nicht mal 40. Man sieht ihm schon gut an, dass das halt ziemlich viel Make-up ist, was er da im Gesicht hat, also eigentlich von Episode 1 an. Aber für so jung hätte ihn auch nicht gehalten. Nee, das hat mich jetzt auch eben überrascht, als ich das nachgelesen habe. Und seine Frau Frances Sternhagen, die war da schon 1930 geboren, also 1990 schon 60 Jahre alt. Das merkt man tatsächlich nicht, dass da so ein Unterschied ist. Ja, das stimmt. Also die beiden haben schon ein bisschen Chemie miteinander. Ich muss an der Stelle mal fragen, diese Frances Sternhagen, das ist so ein King-Go-To-Charakter, oder? Oder sieht ihr der anderen nur ähnlich? Also ich weiß, es gibt einen Charakter in Der Nebel, in der Netflix-Der-Nebel-Verfilmung, die
ihr extremst ähnlich sieht und ich bin mir fast sicher, sie ist es. Sie spielt in der 2007er Verfilmung Der Nebel mit. Nicht in der Serie, ja. Ja, stimmt, genau, du hast recht, ja. Aber ich glaube in der Serie auch. Nein? Laut Wikipedia nicht. Okay. Aber man kennt sie aus vielen Serien, also in Sex and the City war sie als Bunny McDougal dabei, als die Mutter von diesem einen Typen. Und in The Closer hat sie auch die Mutter der Hauptfigur gespielt. Emergency Room hat sie viel mitgemacht. Und in Cheers war sie auch als Mutter von dem einen. Also sie kam mir tatsächlich eben als das Urbild von Kings alten Frauen bekannt vor. Das kann aber eben auch sein, dass er einfach den gleichen Typ einfach castet. Und sie spielt in Misery mit. Genau. Und Doc Hollywood. Doc Hollywood, der bekannte Stephen King-Film. Genau. Aber sie ist ein Gesicht, das man wirklich überall schon gesehen hat. Hm. Also auch in Independence Day hat sie mitgemacht und allen möglichen Sachen. Vorsicht, ich glaube, das ist ein anderer Independence Day. Der ist nämlich von 83 und ich glaube, der von wie heißt er? Emmerich, Rosamund Emmerich, der war ein bisschen später. Der war aus den 90ern, stimmt. Ja, aber trotzdem hat sie da mitgemacht. Ja, wie fandet ihr denn diese Anfangssequenz? Also, ich fand das halt, es hatte wirklich Charme. Erstens, wie er halt als alter Mann auf seinem Fahrrad da in dieses Testgelände reinfährt, hat mich schon mal sehr erinnert, wie ich aussehe, wenn ich versuche zu joggen. Und ich bin noch keine 70. Fand ich ganz putzig. Und eben auch diese Einführung in diese technologische Fortschrittswelt, die man sich damals so vorgestellt hat. So mit Sprachassistenten und Fingerabdruckleser und solche Dinge. Das fand ich eigentlich ganz charmant. Also es ist vielleicht so direkt am Anfang, so in den ersten paar Szenen, wie er da eben an dieses Testgelände rankommt, was halt sich, glaube ich, auch ziemlich seltsam durch diese ganze Serie zieht, das sind so diese Comic Reliefs. Also sprich jetzt zum Beispiel der Pförtner, der da steht, der Elektrozaun, an dem die Viecher gegrillt werden und sowas. Das ist halt irgendwie an vielen Stellen irgendwie dann so seltsam. Ich glaube tatsächlich, das war nicht als Comic Relief gedacht. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Also wenn man sich den Soundtrack dazu anhört, gibt es da einige Figuren, die da so gewisse musikalische Themen beziehungsweise halt die Arrangierung oder das Arrangement und die benutzten Instrumente, das hat schon so ein bisschen was Comic-Relief-artiges. Ja, okay. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das, also gerade mit diesem Elektrozaun und so, weiß nicht, ob das als Gag gedacht ist. Naja, also es hätte ja gereicht, wenn man da irgendwie das Schild gezeigt hätte, so Vorsicht, Hochspannung. Nein, man lässt da erstmal irgendwie eine Taube dagegen klatschen, die dann gegrillt wird. Ja, okay. Aber ich muss sagen, die Darstellung von Harlan so als alter Mann, die fand ich eigentlich ganz hübsch. Und eben auch die, ja, wie er halt auf der einen Art absolut nicht zugeben will, dass er alt ist. Und auf der anderen Art aber eben schon diese leichte Todessehnsucht, beziehungsweise dieses Bewusstsein, dass der Tod nicht mehr allzu weit weg ist, mitspielt in dem Gespräch mit dem Pförtner. Ich habe noch eine Frage an euch, weil in der ersten Szene kommt auch der beste Teil des ganzen Films zum Vorschein. Was haltet ihr von diesem Fahrrad? Findet ihr das auch so geil wie ich? Es sieht halt aus wie ein Elektrofahrrad und das finde ich so geil, weil das so einen breiten Rahmen hat unten. Ja, und auch so einen angedeuteten Tank finde ich. Ich finde das echt toll. Und ich muss sagen, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Pee-wee Herman? Ja, in Pee-wees Big Score, dem Kinofilm von, dem ersten Film von, na, wie heißt er? Tim Burton. Da geht es ja auch um dieses Fahrrad. Und du hast recht, da gibt es echt Ähnlichkeiten. Also so vom Typ her, so vom Groben ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit da, ja.
Ich habe jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet, aber also ich fand das interessant, dass es für mich so ein bisschen an den, wie gesagt, Elektrobike gemahnt hat. Aber ich glaube, das war halt auch wirklich einfach nur, um zu zeigen, dass der halt noch so grundsätzlich für 70 relativ fit ist. Oder habe ich das einfach überinterpretiert? Ich glaube, es wurde gezeigt, dass er versucht, sich fit zu halten, aber echte Probleme damit hat. Ja. Ja, ist er dann zwischendrin mal stehen geblieben und hat mal so ein bisschen vor sich hingekeucht. Ja, also er ist halt noch mit dem Fahrrad unterwegs und ja. Dann ist mir aufgefallen, ich fand den Campus von diesem Testgelände echt hübsch. Ja, viel hat man davon ja eigentlich so richtig gar nicht gesehen. Also man hat ja eigentlich nur den Eingang gesehen, wo halt dieser Pförtner steht. Und man hat dann halt diesen Turm gesehen und die Einfahrt in, auf dieses Gelände. Aber sehr viel mehr hat man da eigentlich. Und dann halt Innenaufnahmen und so ein Kram. Ja, aber es sieht halt, finde ich, sehr zivil aus für einen Militärkomplex. Es ist halt mehr parkähnlich angelegt. Aber es macht ja auch Sinn, weil es ist ja offiziell eine Agrikulturtechnikanlage. Das Gelände mochte ich auch. Was mich ein bisschen gestört hat, war das Labor mit dem verrückten Wissenschaftler. Ja. Also, das war schon der erste Moment. Ich meine, allein der Name Dr. Todd Hunter macht, da rolle ich schon mit den Augen. Also, Dr. Richard X. Todd Hunter, ne? Wer hätte ja damit rechnen können, dass der Typ ein verrückter Wissenschaftler ist? Hey! Hey, Dr. X. Das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, bis dahin war es echt, ja, so von der Atmosphäre her schön. Und das war dann der Moment, okay. Hier ist dann doch so ein bisschen, ich meine, es wird ja auf Comedy gespielt hier, diese Szenen. Und das hat mit mir nicht so geklickt. Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich mochte den verrückten Wissenschaftler voll gern. Gerade weil er halt so, der gibt sich ja nicht mal Mühe, nicht das Klischee zu sein. Und auch diese ganze Laboranlage fand ich halt geil, weil die ist halt wirklich richtig 80er und nicht 90er. Die ist halt so Repo Man und Zeug und so weiter. Diese grünen Lampen, die dann angehen, als sich die Energie auflädt und so. Das fand ich schon wieder so klassisch, dass ich schon wieder mochte. Ja, ich würde sogar eher sagen 70er. Genau, also in der Zeit haben andere halt schon ganz anderes Zeug gemacht, wenn man sich zum Beispiel mal durch den Kopf gehen lässt, dass 1987 Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, also The Next Generation, von Star Trek rausgekommen ist. Und das war ja vom Design her schon irgendwie mal eine komplett andere Hausnummer, als hier irgendwie leuchtende Birnchen und Knöpfchen und blinkende Panels. Ja, mich hat auch der Kontrast gestört. Also wenn das Ganze so ein bisschen retro angelegt wäre. Aber wir haben da diese relativ moderne Außenanlage und innen dran dann dieses Labor aus einem 70er-Jahre-Science-Fiction-Film. Das war für mich so ein bisschen unpassend. Ja, aber es macht halt für mich auch wieder Sinn, weil als dann der Unfall passiert, ich meine, seine beste Ausrede ist ja, ich arbeite hier mit Regierungsmitteln, ihr seid alle zu nichts fähig, ich muss hier um jede Steckdose betteln und so weiter, das setzt sich ja auch fort, dass diese Außenwirkung, die ist ja Propaganda, dient ja dazu, den Leuten wirklich einzureden, das ist nur irgendwas mit Agrikulturzeugs und so weiter. Dass die toll und gepflegt ist, das sehe ich ein, weil das eben, wie gesagt, der Verschleierung dient. Aber ansonsten spielen wir ja halt immer noch mit einer Regierungsbehörde und ich als Mensch, der in einer Regierungsbehörde mal gearbeitet hat, das ist halt nicht moderne Technik. Ich sag nur Einführung der E-Akte und solche Sachen. Das tut halt so weh. Also mich würde tatsächlich auch nicht wundern, wenn dieses Labor, die Props, die da benutzt worden sind, nicht auch schon mal irgendwo anders zu sehen gewesen sind. Also es war, glaube ich, in der Zeit relativ Usus, solche Kulissen einfach mehrfach zu benutzen und eben auch Teile von so, oh, hier Computer und total Hightech und irgendwie Teilchenbeschleuniger. Und in anderen Filmen war es halt irgendwie, keine Ahnung, der Rechner von irgendeiner Polizeistation oder irgend sowas.
Ja, mir ist auch tatsächlich so ein bisschen aufgefallen, dass die technische Ausstattung sehr schwankt. Ich meine, wir werden dann später in den späteren Teilen so ein bisschen sehen, als die Tonbandüberwachung kommt. Das läuft halt tatsächlich alles noch über Tonbänder und über Magnetbänder und so weiter. Andererseits hat halt der Louis, also der General, dem die ganze Bude so ein bisschen gehört, halt, wenn wir zum Beispiel sehen, wie das eine Auto dann gesprengt wird, vor sich was liegen, was tatsächlich sehr an ein Tablet erinnert. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch, dass das so inkonsistent ist zwischen wirklich geilen Ideen und modernen Ideen und dann aber eben dieses archaische Labor. Ja, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen so einfach so ein Wink Richtung eben Frankenstein, weiß ich nicht, also so das Urbild des durchgeknallten, verrückten Professors, der da in seinem Labor irgendwie Zeug macht. Genau. Es hätten halt echt noch so diese blubbernden Erlenmeyer-Kolben gefehlt. Die waren zu teuer. Ja, was macht denn unser Professor für komisches Zeug? Ich bin ganz ehrlich, das habe ich bis heute nicht verstanden. Geht mir nämlich genauso. Also soweit ich das verstanden habe, hatte der irgendeinen Teilchenbeschleuniger, der relativ von der Bedienung her scheinbar relativ simpel war. Und damit hat er versucht, also in irgendwelchen Versuchen und Experimenten quasi... Ich glaube, irgendwie Gewebe wieder schneller neu wachsen zu lassen oder Gewebe schneller zu regenerieren. Also, ne, das ist natürlich fürs Militär interessant. Das wird auch zwischendrin mal erwähnt, warum er das macht. Ja, das ist ja wichtig fürs Militär, weil man hat die Leute dann halt, die irgendwie im Kampf verwundet sind, halt schneller wieder auf dem Gefechtsplatz. Genau. Und das probiert er da halt mit irgendwie. Ratten oder Mäusen, die irgendwie alle sehr nach Meerschweinchen klingen. Tut da halt rum und bestrahlt da oder versucht da die eben entsprechenden Versuchstierchen da mit irgendwelchen tollen Hightech-Strahlen zu bedingsen. Ja, das ist ja aber die offizielle Version, die er dann während dieses Ausschusses und während der Verhöre von sich gibt. Da kommt ja aber von Anfang an schon so ein bisschen rein, dass das noch nicht alles ist. Und im Verlauf der Serie sehen wir ja dann tatsächlich, dass er nicht mal unbedingt eben, ich sag mal, Zellregeneration oder sowas anschubst, sondern dass es tatsächlich was mit der Zeit an sich zu tun hat. Mhm, und genau, das war also der Punkt, den ich daran nicht mochte oder nicht verstanden habe. Genau, das kommt dann irgendwie so später mit als irgendwie so, das ist jetzt der Fakt und das müsst ihr jetzt alles hin. Also der Doktor ist halt von der Zeit besessen. Ne? Also das merkt man, er hat eine Uhr, die nicht geht, die hat er irgendwie von seinem Vater, da gibt es auch irgendwie so ein bisschen hier so einen kurzen Plotpart, wo er dann irgendwie am Grab seines Vaters da sitzt und da irgendwie so eine Kiste voller alter kaputter Uhren ausbuddelt und dann halt wieder eine Uhr da reinpackt. Also er ist von der Zeit besessen, also das hat man halt in mehreren Zitaten an mehreren Stellen einfach. Und er versucht eigentlich nicht Zellen neu wachsen zu lassen, sondern er versucht eigentlich die Zeit zurückzudrehen. Und das ist mir halt überhaupt nicht aufgefallen. Das ist mir, diese ganze Schiene mit der Zeit, das kam für mich ab der Szene mit dem Grab. Und als er da sitzt und diese Kiste ausbuddelt, ich habe eigentlich die ganze Zeit erwartet, er hat schon, weil wir hatten dazwischen ein semi-erfolgreiches Experiment. Und ich war halt voll davon ausgegangen, er buddelt jetzt da rein, versucht die Leiche auszubuddeln und versucht so ein paar Tröpfchen von seiner neuen Sache da drauf zu tröpfeln, da, um seinen Papa wieder zu erwecken. Das hätte ich logischer gefunden. Aber diese ganze Besessenheit von der Zeit habe ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gesehen. Wobei mir sind auch die Uhren nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, yeah, er hat da immer wieder verschiedene Uhren, er hat das relativ häufig so im Zwiegespräch mit seinen Laborassistenten, so, die Zeit tickt und die Zeit ist irgendwie ein Trommler und da gibt's halt ganz, ganz viele Stellen eigentlich, wo er eben diese Zeitbesessenheit da so rausbringt. Das hätte ich halt tatsächlich aber wirklich nur auf diesen Laborkontext bezogen. Eben, wir arbeiten mit Regierungsmitteln, die können uns jederzeit den Saft abdrehen, wir arbeiten jetzt gegen die Zeit. Mir ist es auch nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo Stefan das auch so anbringt, doch, tatsächlich, da gibt es einige Hinweise auf diese Zeitbesessenheit. Das finde ich ganz interessant.
Das zeigt für mich, dass da doch mehr Gedanken reingeflossen sind, als ich der Serie manchmal zugestehen möchte. Also es kann halt sein, also bei mir ist es jetzt gerade, als wir das hier aufnehmen, ist das alles noch relativ frisch. Also das heißt, ich habe gestern Abend, also wie man das halt so macht mit Hausaufgaben, die man machen muss, ne? Bei uns auch, keine Angst. In letzter Minute. Ja, ich habe mir das halt gestern, glaube ich, die ersten 4 Stunden von 6 reingezogen und heute dann noch die restlichen 2. Und ich glaube, deswegen habe ich das einfach gerade auch so sehr, sehr präsent. Jonas, wie geht's dir denn? Hast du diese ganze Zeitthematik überhaupt gesehen, oder? Nee. Das erste Mal ist es mir aufgefallen, als er diesen Spruch gebracht hat, selbst eine kaputte Uhr geht 2-mal am Tag richtig. Aber dass das eine Bedeutung hat, ist mir dann auch erst später aufgefallen. Aber so ganz diese ganzen Anspielungen auf die Zeit, die habe ich nicht gemerkt, nee. Okay. Ja, ganz kurz zur Einordnung. Also Jonas und ich haben die Sache auch tatsächlich gestern zu Ende geguckt. Und ich glaube, am Anfang oder Mitte der Woche den ersten Teil gesehen gehabt. Also bei uns ist es auch noch relativ frisch, aber ich muss zugeben, die Konzentration hat zumindest bei mir während des Anguckens sehr gelitten. Kann ich verstehen. Ich habe nebenher Minecraft gespielt. Also ich habe dann irgendwie geangelt und dann habe ich gedacht, ja, jetzt könntest du ja noch runter in die Mine. Und dann bin ich in Lava gefallen, mein ganzes Inventar war weg. Gut, also auf jeden Fall, wir machen dieses lustige Experiment ursprünglich mal. Das ganze Labor fliegt dabei in die Luft, weil wir eine Kontrollleuchte ignorieren. Wo ich auch sagen muss, das ist halt auch echt nicht gut, wenn du so überhaupt keinen Fallback-Plan hast. Aber wie gesagt, wir arbeiten für die Regierung und wir wissen, wie Regierungen arbeiten. Das war ja Teil des Problems, das war ja der Fallback-Plan. Wie er tatsächlich mit seinen Assistenten und so umgeht, das fand ich ganz nett. In Anführungsstrichen nett, weil nett war das ja jetzt nicht so richtig. Ja, aber halt ein verrückter Professor muss halt so sein. Ja, ja, klar. Also glaubhaft war es auf jeden Fall. Genau. Ja, Stereotyp, aber so ganz nett dargestellt. Was ich allerdings da im Kontext wieder ganz hübsch fand, ist, wie liebevoll er mit seinen Versuchstieren umgeht. Wie er die Maus streichelt und ihr erzählt, ja, du bist dir nicht sicher und du kriegst jetzt eine neue Mupfe und darfst mit deinen Freundinnen spielen und so und kriegst auch einen Nom von mir und so. Das fand ich putzig und auch ein bisschen überraschend. Ja, also ich finde, der ist halt im Verlauf der Serie, also ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Charakterentwicklung bei dem Doktor einfach, dass der von halt Anfang halt nur einfach der komplette Stereotyp durchgeknallte Wissenschaftler dann so Richtung Ende des Films halt irgendwie bis zu einem gewissen Punkt immer menschlicher wird. Also so die Figur halt auch für den Zuschauer, die Zuschauerin halt menschlicher und nachvollziehbarer wird, bis er dann am Ende halt wieder komplett freidreht. Ja, wie gesagt, das Labor fliegt in die Luft, es kommt zu einer großen giftgrünen Wolke, was mich hier tatsächlich gewundert hat, wir sprengen in diesen riesigen Turm ein riesiges Loch, aber wir haben keine Kontamination von allem anderen, sondern nur der Hausmeister Harlan, der eben gerade dort die Boden schrubben will und den Feuerlöscher holt und zu Hilfe eilen möchte und von Todd Hunter umgerannt wird. Ja, und die Mäuse. Und die Mäuse. Und der andere Wissenschaftler, also der Assistent, der dann halt dabei nicht ganz so gut rausgekommen ist. Hier fand ich tatsächlich den maskenbildnerischen Job auch echt gut. Das sah ernsthaft eklig aus. Ja, also ich hätte an der Stelle tatsächlich, weil ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich bin da wirklich komplett, wie man sagt, unbeleckt reingegangen. Also ich habe mich da vorher nicht belesen, was das jetzt eigentlich ist, was ich mir hier angucke. Und an der Stelle war ich schon so ein bisschen, okay, ja, dann hattest du halt die poppenden alten Herrschaften. Hat mich ein bisschen überrascht. Natürlich unglaublich geil, der Effekt mit diesem grünen Leuchten. Das wir ja auch aus Tominokas schon gut kennen. Genau. Da hat King ja mit demselben grünen Leuchten immer wieder gespielt. Kennt man nur, wenn man es gesehen hat, ihr Narren. Man sollte es aber nicht sehen. Tominokos? Ja, die Miniserie. Das Buch ist schlecht, die Miniserie ist eine Katastrophe. Oh ja, ich habe da dunkle Erinnerungen, die ich da irgendwo ganz weit hinten abgelegt habe.
ich würde sagen, verdrängt. Schön fand ich dann tatsächlich die Szene, wo wir Tauri das erste Mal sehen, wie sie halt ja, den Dreck anderer Leute aufräumen soll. Und ging es euch auch so, dass ihr alle damit gerechnet habt, dass Gina gleich am Anfang stirbt? Als der Assistent von Tauri ihr so die Jacke und den Schal umlegt. Ich meine, er kommt in die Wohnung rein und fragt, sie wohnen aber wirklich alleine hier, ja? Es ist sonst niemand im Haus, ja? Und legt ihr währenddessen so diesen Schal um den Hals und die Jacke. Ganz ehrlich, ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass er sie erwürgt an Ort und Stelle. Ja, ich habe nämlich nur den Schal gesehen, nicht den Mantel dahinter und dachte, okay, jetzt ist es aus. Ja. So ging es mir auch. Hatten die da nicht zwischendrin noch das, also Terry und ihr Assistent so, verwandt mal hier die ganze Bude? War das vorher oder war das nachher? Ich glaube, es war nachher. Also zumindest nachdem er sich rausgeführt hat oder so. Genau. Okay, ja, habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr so komplett. Kurz zu Terry, die Schauspielerin, die hier sehr an eine Proto-Scully erinnert, von den Haaren, von den Klamotten her, also da hat, glaube ich, einiges geklaut, ist Felicity Huffman, die wohl hauptsächlich bekannt ist aus Desperate Housewives, die aber wirklich auch Unmengen an Zeug gemacht hat, auch preisgekrönt und die 2019 auch ein paar Tage im Gefängnis gesessen hat. Aber sie ist mittlerweile wieder draußen und mal sehen, was sie noch macht. Und ich muss sagen, die ist echt scharf in dieser Serie. Ich stehe auf die. Sie hat so ein, ja, so 90er-Jahre-Sexy. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde, aber tatsächlich echt nicht schlecht. Okay, ja. Fun Fact, ich gucke gerade so in ihre Filmografie und da tauchen eben auch Serien auf wie Law and Order, The Heart of Justice und dann eben auch 1993 The X-Files als Dr. Nancy Da Silva in der Episode Ice. Genau. Ja, sie hatte auch eine Hauptrolle in Sports Nights, die ist in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt ist, aber eine ziemlich gute Serie auch. Und ach, ja, natürlich Desperate Housewives, da hat sie in 180 Folgen mitgespielt, das ist als Lynette. Kim das Possible. Was ich halt tatsächlich schön fand, endlich mal eine kompetente Frauenfigur, die nicht nur Deko ist. Und ich glaube, das ist gerade in diesen 90er-Serien auch noch nicht so gängig. Es wird langsam, aber das ist tatsächlich am Anfang dieser Entwicklung. Und ich mag ihren Humor. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, war wirklich die Chemie zwischen ihr und Louis, also zwischen dem General und ihr. Ja, da war auf jeden Fall auch so ein bisschen Bitzeln und Prickeln in der Luft, ne? Absolut. Ja, auch das ist eine Fernsehlegende, kann man sagen. Ed Lauter, mittlerweile verstorben, der hat in mehr als 200 Filmen und Fernsehserien mitgespielt. Unter anderem auch in Akte X in der ersten Staffel, natürlich, was denn auch sonst. Er war aber auch, wenn man bei Stephen King bleibt, in Cujo dabei. Mhm. Und ach, er hat wirklich Unmengen an Filmen und Serien gedreht. Also es ist ein Gesicht, das man überall schon gesehen hat. Und ich habe ihn halt tatsächlich, es ist aber falsch, die ganze Zeit irgendwie zu Stargate dann sortiert später. Ich weiß, mit wem du dich verwechselst, aber nein. Aber er sieht ihm sehr ähnlich, gibst du mir recht? Ja, das kann man schon. Du meinst diesen älteren genau. Colonel oder General oder was auch immer. Ja, sie haben dieselbe Ausstrahlung. Und ich fand halt auch tatsächlich, kommen wir wieder auf die Chemie zwischen den beiden. Alleine schon, als sie dann da sitzt und sich die Akten da durchliest und er sie mit seiner tollen neuen Kamera da bespannt und sie weiß halt hundertprozentig genau, was er da tut. Alleine dieses Lächeln. Alleine da mag ich die Frau. Ja, auch, dass es sich da direkt mal so auf der Couch breit macht, ne? Natürlich. Also breit machen im Sinne von die setzt sich da hin und legt sich da drauf, ne? Also, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ach, ja, aber vor allem halt, was ich schön fand, es ist eine kompetente Frau und sie weiß, dass sie kompetent ist
und sie nimmt sich dementsprechend halt auch voll ihre Rechte raus. Das fand ich geil. Dann, ja, jetzt haben wir die Figuren kennengelernt. Nee, Moment. Da fehlt noch wer. Nehmen wir, ich weiß nicht, ob ihr den als auch sonderlich wichtig empfindet, aber der Major, den möchte ich gerne nochmal ansprechen, weil wenn wir bei Terry eben den kompetenten Menschen haben, ist er das komplette Gegenkonzept. Er ist ein Bürohengst, er macht Harlan fertig, weil er seinen Augenarzttest da versaut hat und ist wirklich in jeder Hinsicht ein absoluter Widerling. Ja, absolut. Er spielt halt gern seine Macht aus, vermutlich weil er weiß, dass er in Wirklichkeit gar keine richtige hat und deswegen mit den Zivilangestellten rumspielen muss. Genau, und das zeigt sich ja auch in seinem Privatleben, als wir dann später das Flugzeug klauen und so und herauskommt, ja, ich bin eigentlich viel lieber bei Ihnen, weil ansonsten müsste ich jetzt mit meiner Frau zum Square-Dance-Abend und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ja, aber warum sagen Sie es ihr denn nicht? Ja, aber. Also er hat so überhaupt keine Ausstrahlung und überhaupt keinen Machtgefühl und als er es dann doch irgendwann mal hat, bringt sie ihn halt um. Ja, ich finde die Figur eigentlich, die war für mich so unwichtig, dass ich für sie nicht mal einen Tab hier in meinen Vorbereitungen geöffnet habe, sagen wir es mal so. Der Schauspieler selber hat aber auch schon, also kann sich so im Großen und Ganzen echt sehen lassen, was der alles schon so gemacht hat, also halt auch relativ stark ist so in TV-Serien, ziemlich viel bekanntes Zeug dabei und eben auch als Voice Actor doch ein ziemliche ja, also das heißt als für Serien als auch für bestimmte Filme, also da ist Ice Age dabei, ja. Also da, der hat da auch schon echt einen ziemlich guten Track Record, würde ich sagen. Wo ja. Wir uns gerade über die Stimmen unterhalten, Entschuldigung, ganz kurz, hast du die englische Version gesehen, die ich dir geschickt hatte, ne? Yep. Ich habe jetzt beide Versionen so halb geguckt. Ich muss sagen, ich fand die englische Synchro und so wesentlich besser. Ja, wobei bei mir dann so ein bisschen der Ansgar durchgekommen ist und ich fand tatsächlich die reine Aufnahmequalität teilweise echt ein bisschen unterirdisch. Also, ja, gut, ja. So Leute sind vom Mikrofon weggedreht und reden und du hörst dann halt irgendwie so brutal, wie sie halt irgendwie in den Raum reinsprechen und sowas, aber gut. Ja, das ist leider bei englischen Serien öfter mal der Fall und das stört mich dann auch sehr. Also dann mag ich schon die deutschen Fassungen, wenn im Studio aufgezeichnet wird und du verstehst, was gesagt wird. Das hat dann manchmal schon Vorteile. Da sind wir tatsächlich aber, glaube ich, im deutschsprachigen Raum so generell sehr, sehr verwöhnt, weil ja, so im Großen und Ganzen natürlich. Die deutschen Synchronisierungs- oder Synchronisationsstudios oder beziehungsweise auch, also der ganze Aufwand, der da getrieben wird, der ist tatsächlich in Deutschland sehr, sehr hoch. Also wenn du da vielleicht irgendwo anders wohnst da und irgendeine andere Muttersprache hast, dann sieht es da teilweise schon echt sehr viel düsterer aus. Ja, das stimmt. Aber was mich halt zum Beispiel in den Wahnsinn getrieben hat, dass Harlan Gina immer Mutter nennt. Also ich weiß, was das aussagen will, aber das hat mich wahnsinnig gemacht und im Englischen hat es mich weniger gestört. Ja, gut. Das hat mich jetzt im Deutschen auch nicht so gestört. Es ist halt einer dieser eher merkwürdigen Kosenamen, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit halt dran und dann war es mir auch egal. Mhm. Wie steht ihr denn zu Gina als Charakter? Ich hätte sie nicht wirklich gebraucht. Also ich finde schon, dass sie stellenweise schon Punkte reingebracht hat, die ich schon gut fand. Also eben diese, ja, du wirst jetzt immer jünger und ich bleib irgendwie die gleiche alte Frau und du wirst jetzt wieder fit und ich nicht. Und hier, ich bin die am Kai und wink dem Schiff und du bist auf dem Schiff und so. Also ich fand das schon einen relativ netten Zug zwischendrin. Was mich halt fürchterlich aufgeregt hat, wie naiv sie ist. Also ich meine, ja, du musst unbedingt zu einem Doktor gehen, zu einem anderen Doktor als, ja, aber ich kann nicht, ich habe Geheimhaltung. Ja, aber geh trotzdem. Ja, aber dann kann es halt passieren, dass wir beide verschwinden. Wie verschwinden? Ja. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das war, fand ich auch ein bisschen störend. Also ich mag, dass sie da ist. Ich finde, sie haben aber aus diesem Kontrast, dass die beiden halt vom Alter her immer mehr auseinandergehen, haben sie nicht so viel gemacht, wie sie hätten machen
sie haben aus vielen in der Serie nicht so viel gemacht, wie sie hätten machen können, ja, muss man eigentlich direkt sagen. Ich finde sie aber eine gute Schauspielerin. Die Rolle gibt überhaupt nicht so viel her. Mhm. Ja, da bin ich bei. Da ist es halt, es ist so ein Charakter, der halt an bestimmten Sachen eben in der Handlung teilweise total dumme Sachen macht, wo dann ist das so Fremdscham ist vielleicht falsch, aber wo du halt einfach so, warum musstest du das jetzt gerade machen, wie mit dem Unfall und dem Polizeiauto? Da habe ich halt auch wieder bei dieser Szene den Bildschirm angeschrien. Ich meine, ich bin Kraftfahrerkind, das Erste, was mir beigebracht worden ist, gerade wenn du so durch Osteuropa fährst, egal was du siehst, du hältst nicht an. Ja, oder dass sie nicht zurücksetzen und an einem Auto vorbeifahren können, sondern den Polizisten ansprechen aktiv. Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Da wäre mindestens noch irgendwie eine Herde Büffel mit zwischendurch gegangen. Aber vielleicht haben amerikanische Leichenwagen keinen Rückwärtsgang, wer weiß. Ja, oder einen extrem großen Wendekreis, aber selbst das, alles ein bisschen seltsam. Ja, na, wie gesagt, wir werden also jünger. Hübsch fand ich hier tatsächlich die Szene, als sie noch im Krankenhaus sind. Da wird dann wieder gestachselt, mehr oder weniger. In der Dusche. Ja. Das war ja die erste Schnackselszene. Das ist die du meintest. Ja, genau. Mhm. So mit dem Dirty Old Man und so. Ja, wobei ich halt tatsächlich die Reaktion von der Krankenschwester sehr putzig fand. Ja, ich mag es eigentlich, dass hier alte Leute als sexuelle Wesen dargestellt werden. Das hat man auch nicht so oft. Das hat man selbst jetzt nicht wirklich oft. Ja, das nein, stimmt. Ja. Es sei denn, du guckst so Sachen wie Grace und Frankie oder sowas, okay, aber da ist das ja Konzept. Ansonsten ist es immer noch so ein Tabuthema. Ja, oder so About Schmidt fällt mir da jetzt ein. Ja. Oder, wie hieß der noch? Harold and Maude. Oh, großartig, natürlich, ja. Tatsächlich fand ich aber halt auch die Chemie zwischen den zwei Ehepartnern generell ganz süß. Auch als er dann wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird und so weiter und sie sind dann wieder zu Hause, wie er halt voll gut gelaunt singend Frühstück macht und sie will ihn nur noch töten. Ja, großartig. So, kannst du bitte aufhören zu singen, bis ich meinen ersten Kaffee getrunken habe? Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich auch. Und vor allem das Schlimme ist, ich wäre aber halt auch genauso wieder wie er. Er will ja wirklich aufhören zu summen und summt dann fröhlich weiter vor sich hin. Und das fand ich so eine tolle Szene. Aber man muss ihn zugute halten, er singt nicht mehr. Er summt nur, ja. Ich glaube, eine wichtige Figur müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Jude Andrews. Genau, denn der taucht jetzt auf, als es eben darum geht, eine Untersuchungskommission für diese ganze Sache da so einzuführen und so weiter. Lustig fand ich hier auch die Szene, wie Todd Hunter sich selbst seine Version zurechtlegt. Ich weiß nicht, ob es in der erweiterten Version tatsächlich irgendwie benannt wird, aber es hatte für mich wirklich so den Eindruck, er spritzt sich so Wahrheitsserum und versucht sich währenddessen schaukelnd in seiner eigenen Wohnung seine Version einzureden. Das fand ich eine sehr hübsche, eindrückliche Szene, die halt die Manie dieses Charakters schön zeigt. Und er schafft es halt tatsächlich, so zwei Drittel dieser Untersuchungskommission echt von sich zu überzeugen. Nur halt Jude Andrews nicht und Terry nicht. Generell diese ganzen Verhörsituationen mit Terry alleine fand ich ganz nett. Aber was ich nicht verstanden habe, warum Jude ihn dann halt, obwohl sie ja auf derselben Seite stehen, so ins Kreuzfeuer nimmt und so ins Messer laufen lässt. Ich denke, das macht er, um in seiner Rolle zu bleiben und auch den General und Harry hinters Licht zu führen. Naja, also die zwei, also Terry Spann und Jude Andrews, die hatten ja schon eine gewisse Vorgeschichte, was man dann im späteren Verlauf so mitbekommt. Eben, und genau deswegen verstehe ich halt absolut nicht, warum sie sich von dieser Szene kurzzeitig zumindest so einbühlen lässt und dann halt diese ganze Sache mit diesem Soldaten, der halt die Leichenbergung veranlasst hat, warum sie den so dumm verrät. Das war doch klar, was passiert. Ja, aber das ist halt dieses Seriending aus den frühen 90ern. Man darf halt noch nicht zu früh verraten,
wie die Figuren, was wirklich die Geheimnisse sind. Also müssen sich die Figuren am Anfang ziemlich dumm verhalten, damit der Zuschauer es nicht direkt merkt. Ja, ich weiß nicht, also da waren eh so ein paar Sachen dabei, die der Andrews gemacht hat. Zum Beispiel, warum zur Hölle hat er diesen Pressefotografen / Polizeifotografen da ums Eck gebracht? Weil der Einzige war, der die Bilder davon hatte. Weil er eben nicht nur Pressefotograf ist, sondern den offiziellen Polizeifotografen ersetzt hat. Das heißt, der Einzige, der Bilder vom Tatort hatte, war der. Das Problem hatte ich auch mit der Szene. Und inzwischen glaube ich, er tötet einfach gerne. Ja. Es wäre so einfach gewesen, die Kamera oder den Film zu klauen oder zu belichten. Ja, sicher. Also er hat ja, glaube ich, die Kamera sogar, also er hat ja dann noch ein Foto vom kaputten Fotografen gemacht und tralalala. Also ja, sagt sie ja selber, das war, als du angefangen hast, deinen Job zu genießen. Also der hat da schon ein bisschen Spaß auch dran. Ja, und ich finde den voll gut. Ja, also ich dachte im ersten Moment, wo der so quasi auf dem Schirm erschienen ist, erstmal so, was zur Hölle macht Schimanski hier? Ja, genau, nein, ich hatte nicht Schimanski, ich hatte hier unbekannter Sandman, hilf mir. Ja. Mir fällt es gerade dann aber nicht ein. Der 6-Millionen-Dollar-Mann, wie genau. Heißt er denn? Verdammt nochmal. Lee Majors? Lee Majors, genau. Ja, es handelt sich hierbei aber um R.D. Call, auch jemand, der in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt hat. Und es wird euch wundern, natürlich auch in der ersten Staffel Akte X dabei war. Klar. Und ich muss als Frau, ich bin ja die einzige Frau in dieser Runde, zugeben, ich finde den echt nicht hässlich. Die Frisur muss nicht sein, aber so generell und die Gürtelschnelle war echt hübsch. Und der Schnurri. Ich habe nichts gegen Bärte, aber andere Art. Ja gut, das hat man halt in der Zeit so getragen, also wo wir dann ja wirklich bei Schimanski wären. Aber tatsächlich, die Gürtelschnalle, die hat mir sehr gefallen. Ich möchte jetzt vorher auch noch Harriet Sanson Harris erwähnen, die, auf die wir später kommen, die Tochter spielt, weil dann haben wir die Schauspieler nämlich dann durch. Die kennt man auch aus vielen, vielen Sachen. Hat auch in Desperate Housewives für 28 Folgen mitgespielt und sie war Eve in der ersten Staffel von Akte X. Und ist sie wirklich blind? Nein. Mist. Also gut für sie, aber Mist. Das habe ich sowieso nicht verstanden, warum sie ausgerechnet zu der blinden Tochter abhauen. Ja, weil die Polizei und Zeug nicht mag. Ah, okay. Na gut. Ja, aber ich habe es nicht verstehen, warum sie überhaupt zu irgendwem fliehen, zu dem eine Verbindung besteht. Ja, und das nicht einfach komplett nicht untertauchen. Genau. Ja, guter Punkt. Also hätte man auch machen können. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Andrews. Hier fällt nämlich für mich der schönste Satz in der ganzen Serie. People always looked at me and saw a loaded gun. It's the first time someone sees me as a safety catch. War für mich der beste Satz in der ganzen Serie. Ja, und direkt danach kommt ja, was erwarten Sie von mir? Töten Sie ihn. Genau. Ja, damit haben wir den Pilotfilm jetzt so ziemlich besprochen, oder? Ja, das Schlimme ist, jetzt kommen erst mal 4 Stunden Leerlauf bei mir im Kopf. Leider ja. Also da muss ich sagen, ich habe dann irgendwann angefangen, das Ganze nicht mehr in einfach. Also tatsächlich, die Serie hat furchtbare Längen. Also das ist wirklich teilweise echt nicht mehr schön. Ich bin gestern Abend teilweise zwischendrin kurz eingepennt und wieder aufgewacht. Und es hatte sich an der grundlegenden Story-Entwicklung nichts weiter getan. Also war nicht so schlimm. Und ja, irgendwie. Ich habe dann festgestellt, dass wenn man das Ganze auf 1,25-facher Geschwindigkeit abspielt, dass das Ganze dann tatsächlich gewinnt. Okay. So habe ich sie auch einmal geguckt, ja. Fassen wir, würde ich sagen, den Handlungsbogen einfach ein bisschen zusammen, oder? Genau. Also kurz noch zum Aufbau überhaupt. Der Pilotfilm ging 90 Minuten damals. Und dann folgten 6 Episoden in dieser Staffel a 45 Minuten. Die ist bei der deutschen Erstausstrahlung
1995 auf RTL unter dem Titel Stephen Kings schöne neue Zeit. Ja. Ist das auch so übernommen worden? Später ist unter dem Titel Labor des Schreckens, wie das du ja schon erwähnt hast, ist das Ganze dann in 94-minütige Filme zusammen oder Episoden zusammengeschnitten worden. Und auf DVD gibt es dann noch mal hin und her Versionen. Es ist dann noch mal zu einem sehr, sehr, sehr langen Film zusammengeschnitten worden. Und aufs Ende kommen wir nachher zu sprechen. Aber ich würde sagen, die nächsten vier Folgen können wir jetzt relativ schnell abhandeln, weil... Ja. Ja, also wie gesagt, im Prinzip läuft es halt darauf hinaus, die Untersuchungskommission reist wieder ab. Es bleibt dabei, dass der verrückte Professor weiterarbeiten darf. Und die Luft wird halt für Harlan immer dünner, weil er eben einerseits selbst immer nervöser wird, weil er immer jünger wird. Man sieht halt, wie sein Haar weniger grau wird und so weiter, was ihn halt so verunsichert, dass er es dann grau wieder nachfärben lässt und so weiter. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Plotpoint. Mhm. Was ja auch logisch ist. Ich meine, er möchte ja nicht auffallen. Demzufolge wäre es unlogisch, sie braun zu färben. Also färbt er sie halt wieder weiß, was ich ganz hübsch fand. Schön fand ich tatsächlich die Szene im Friseursalon. Ja, ich frisiere ihre Frau, ich weiß alles über sie. Ja, das war generell, fand ich, eine sehr, sehr schöne Szene. Eben mit, okay, ich gehe da jetzt irgendwie hier zum Friseur und lass mir mal da kurz die Haare grau färben. Ja, ne, und nebenbei der Major, dem das halt alles nicht passt, dass Harlan eben jetzt auf einmal den Augentest doch bestanden hat, macht dann halt so ein bisschen eigene Recherchen. Und das führt dann halt alles dazu, dass die Luft für Harlan immer dünner wird. Er betreibt dann halt irgendwann, dass sie ihm halt tatsächlich irgendwie auf den Fersen sind, dass sie ihn wiederhaben wollen. Und demzufolge bleibt uns nichts anderes übrig, als zu fliehen. Intelligent fand ich tatsächlich, dass er auf die Idee selber kommt und dass Terry quasi nur die Fluchthelferin ist. Aber er instruiert ja seine Frau tatsächlich schon mal selber, erstmal einen Koffer zu packen und so. Ja, stimmt, das ist gut. Sie sitzen quasi auf gepackten Koffern, als Terry dann ankommt. Jo, das ist praktisch. Und ne, jeder gute Amerikaner hat eine doppelläufige Schrotflinte daheim. Selbstverständlich. Natürlich. Da habe ich mich allerdings auch wieder drüber aufgeregt. Ich verstehe ja diese ganze Spannung zwischen Terry und Andrews. Auch schönerseits wart ihr intim. Ja, wir haben zusammen Leute erschossen. Es gibt einen Grund, warum ich die Frau mag. Aber weshalb sie halt ihn dann auch noch unbedingt provozieren muss und die wertvollen Sekunden verschwendet, indem sie ihm eben lustige Spiegelnachrichten hinterlässt und solche Dinge. Ich verstehe das dramaturgisch, aber nee. Ich glaube einfach tatsächlich, sie will, dass er seinen Cool verliert. Also, dass er praktisch anfängt zu schnauben, wütend zu werden und dadurch halt Fehler macht. Ja, okay. Ja, ja. Was ich während dieser ganzen Flucht eben ganz hübsch finde, ist, dass wir hier wirklich merken, wie Harlan auch im Kopf immer jünger wird. Wie er eben anfängt, Autos zu klauen, wie er anfängt, das Zeug umzulackieren, wie er plötzlich wieder Dinge heben kann, ohne dass er dabei kaputt geht und diese Sachen. Sehr genau. Und wie halt aber auch so ein leichtes Flirten zwischen ihm und Terry passiert. Ja, das auf jeden Fall. Denn das haben wir eben schön in dieser Krankenhausszene gehabt, wo er eben so der jungen Krankenschwester, er will schon, aber dann wieder halt nicht und ne. Und bei Terry, finde ich, kommt dann schon so ein bisschen. Und das hätte ich halt echt gern gehabt, dass wir da, auch wenn das unter emanzipatorischen Gesichtspunkten uncool gewesen wäre, aber dass dann tatsächlich Gina eben auch so ein bisschen mehr Eifersucht irgendwie hätte. Weil sie eben alt bleibt und er wird immer jünger und da ist eine junge, hübsche Frau. Ja, man hätte aus ganz vielen dieser Ideen erheblich mehr rausholen können. Aber ich habe irgendwo in einer Kritik dieser Episoden gelesen, die Serie bewegt sich mit der Geschwindigkeit eines Autos voran, das im ersten Gang fährt. Ja. So schön treffend. Es zieht sich unheimlich. Es gibt Folgen, ich glaube, da könnte man 90% rausschneiden und man hätte nichts verpasst. Hier ist die Serie wirklich, ich würde sagen, auf ihrem Tiefpunkt. Man will eigentlich sogar wissen, wie es weitergeht, aber es wird einem echt schwer gemacht, dran zu bleiben.
Ja, das auf jeden Fall. Also. Ja, wir beschließen dann auf jeden Fall, dass wir aus irgendwelchen Gründen zu der blinden, staatsfeindlichen Tochter gehen wollen und trennen uns dabei. Niedlich fand ich das Kind im Bus. Warum weint die? Hat die ein Aua? Dann musst du pusten. Das fand ich putzig. Ja. Okay, im Deutschen war es, glaube ich, im Englischen war es dann, glaube ich, you have to kiss it to make it better oder so ähnlich. Genau. Ja. Aber hier haben wir auch den Busfahrer. Und genau. Ja, das war das, wo ich dir dann gestern Abend geschrieben habe, und ich habe endlich das Stephen King Cameo gefunden. Also er hat es sich nicht nehmen lassen, auch in dieser Serie wieder einen kurzen Auftritt zu haben. Und naja, diese Kurzauftritte sind nicht ganz so schlimm wie seine längeren Versuche in Creepshow. Er ist halt kein guter Schauspieler. Wobei, naja, er kann schon ganz lustig sein, aber ja, das ist halt irgendwie so wie die Stan Lee-Auftritte in irgendwelchen Marvel-Filmen. Die gehören halt irgendwie dazu. Also so sehr, dass sie jetzt mittlerweile als CGI-Figur reinschneiden. Also, dazu muss man ja sagen, er hatte zum Beispiel in Sons of Anarchy hat er eine kurze Rolle gehabt als jemand, der Leichen beseitigt. Da fand ich ihn ganz lustig. Aber eben auch, weil man wusste, oh, es ist Stephen King. Das hier ist, passt dazu. Aber hier so als Busfahrer tut er zumindest nicht weh. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, hier während dieser Busszene finde ich auch Terry halt wieder sehr, sehr hübsch, wie sie reagiert und agiert. Sie nutzt halt, dass sie eine hübsche Frau ist. Und holt dann halt diese fünf jungen Männer, so sinngemäß, da steht ein Typ, der liest Zeitung. Man weiß nicht, was sie ihnen erzählt, aber so sinngemäß, sie halten ihn dann halt auf, damit die beiden abhauen können. Und fangen dann halt in, ja, die Frau hat halt gesagt, du bist so sinngemäß so Stalker und so und musst halt weg. Das fand ich eigentlich ganz hübsch, wie sie da agiert. Ja, das war eine recht, recht witzige Idee, das so einzubauen, ja. Und hier würde ich tatsächlich auch mal ganz kurz auf die kleinen Querverweise in dieser Serie gehen. Wir haben nämlich auch hier Querverweise. Denn es gibt unter anderem dieses Gespräch, als Terry sich halt mit Harlan unterhält, was nun jetzt so mit ihm passiert und so. Und sie bezieht dann Gina in dieses Gespräch ein, warum sie sich denn gerne verhaften lassen sollen, damit sie wenigstens in normaler örtlicher Polizeigewalt sind, sag ich mal. Und da geht's halt tatsächlich auch um den Oswald, Harvey Lee Oswald, dass der ja auch in Polizeigewahrsam erschossen worden ist. Und diese ganze Polizei von Dallas-Geschichte, die haben wir zum Beispiel eben in Tommyknockers auch ein sehr deutliches Element drin. Das ist eigentlich im Prinzip fast genau die gleiche Diskussion, die da geführt wird. Und Terry's erwähnt halt auch, dass Jude Andrews der beste Mann des Shops ist. Er wäre kaltblütiger als John Wayne wird, den wir ja aus Feuerkind kennen. Und generell mit Feuerkind hat das halt allgemein sehr viel Ähnlichkeit. Und der Shop ist ja auch etwas, das bei King zumindest mal erwähnt wird. Genau. Man geht davon aus, dass es vielleicht so eine CIA-Abteilung ist oder irgendwas in dieser Richtung. Aber also ganz geklärt wird es nie. Genau. Gibt es da eigentlich sowas wie das Stephen King Cinematic Universe, wo mal sich jemand hingesetzt hat und versucht hat, das alles irgendwie aneinander zu tackern? Das versuchen wir mit diesem Podcast, deswegen haben wir Shownotes. Okay. Ich möchte übrigens gerne mal darauf hinweisen, wir haben für jede Folge einen riesigen Artikel mit Shownotes, wo jeweils die jeweiligen Verknüpfungen nochmal untereinander verlinkt sind. Also wenn ihr euch da ein Mindmap basteln wollt, glaube ich, könnt ihr das ganz gut machen. Und wenn du das Cinematic Universe willst, will ich dir die Serie Castle Rock empfehlen. Ob ich die wirklich empfehle, müssen wir irgendwann auch mal noch besprechen. Aber da sind ganz viele verschiedene Welten von King irgendwie ineinander gemischt worden. Genau. Es gibt aber noch ein paar Verknüpfungen. Beziehungsweise eine Verknüpfung, die mir noch aufgefallen ist. Es fällt während dieses Gesprächs eben auch der Satz ist, it's just a bit of man-made freakishness. Und der hat mich sehr erinnert aus dem Satz aus The Stand, this was no act of God, this was an act of pure human fuckery. Ja. Und lustig fand ich, dass als sie dann mit der Tochter zu ihrer Hippie-Gruppe abhauen, der Verräter-Hippie heißt Captain Trips. Das ist auch sehr schön. Wir haben natürlich, wir haben es ja schon angesprochen am Anfang, eine kleine Verbindung zu Schlaflos.
da wird die Hauptfigur ja zwar nicht unbedingt körperlich jünger, aber verjüngt sich doch geistig. Und natürlich ist diese ganze Sache, diese Benjamin Button-Thematik jetzt auch in der Literatur immer mal wieder aufgegriffen worden und im Film. Aber in Schlaflos werden sie auch körperlich jünger, soweit ich weiß. Ja, so ein bisschen, nicht so schnell wie hier. Ich habe noch was, ich weiß nicht, also ich hatte bei, es gibt ja dann diesen zweiten Hausmeister, der, Billy, der jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze auf dem Kuchen ist. Aber er ist toll. Ja, ja, er macht tote Tiere ausstopfen und so. Der hilft ja dann quasi dem verrückten Professor so kurzzeitig mal als Assistent. Und ich hatte da schon irgendwie so ein bisschen so ganz, ganz leichte hier Rasenmähermann-Vibes irgendwie. Ja. Hm? Das sehe ich genau, was du da meinst. Also jetzt ohne vielleicht Fast. Virtual Reality, aber ne? Oh Gott, zum Glück. Das wäre ja damals noch schlimmer gewesen. Ja. Generell fand ich Billy halt echt eine voll tolle Figur. Und was ich halt auch schön fand, hier sieht man halt tatsächlich, wie beherrscht Andrews auch sein kann. Das ist so großartig, wo der den da befragt, wo die jetzt hin sein könnten. Und der halt wirklich einfach so lange, das erste Mal eine lange Pause macht und einfach bloß vergessen hat, was er jetzt gerade eigentlich erzählen sollte. Und beim zweiten Mal so eine lange Pause und der unterbricht ihn wieder und so, Entschuldigung, ich denke gerade, das ist so großartig gewesen. Vor allem fand ich halt irgendwie, also erstens finde ich sehr gut, dass er überlebt hat, aber es irritiert mich halt. Ich meine, Andrews wechselt seine Assistenten wie Unterwäsche. Diesen einen blonden Kerl, den hat er einfach auf dem Weg irgendwo mal vergessen. Und dann hat er den schwarzen Assistenten, der, glaube ich, irgendwie vom FBI oder keine Ahnung, ob der zu der Firma gehört. Aber mich wundert es tatsächlich, er hat nur unfähige Assistenten und er hat noch keinen davon umgebracht. Ja, so unfähig, also die sind teilweise einfach bloß Opfer der Umstände geworden. Sie haben sich stets bemüht. Ja, okay. So wie wir, nur stets bemüht, nur Opfer der Umstände. Wir oder die? Die. Ja. Während das Ganze läuft, haben wir immer noch den Todd Hunter, der in seinem Labor rumexperimentiert. Und hier kommt wieder eine der besten Szenen, als er dann alle seine Assistenten da rausschulcht und feststellt, er hat kein Stromkabel mehr. Und wir haben einen Gastauftritt von Angbo gefunden, denn der Stromkabellieferant, der sieht ja unglaublich ähnlich. Ernsthaft? Also Fanden wir schon. Ich hab das mitbekommen, aber okay, da muss ich dann. Bart und Brille, das. Ja, okay. Und also, als du noch kurze Haare hattest. Okay. Aber da haben wir sehr gelacht. Aber allgemein war das eine sehr schöne Szene, wie er halt versucht, das Stromkabel, und dann ist es doch zu kurz und dann ist es das Falsche und. Story of my life. Ja, genau. Das war schön. Ich muss ja zugeben, ich kann mich weder an den Kabellieferanten noch an Angbo erinnern. Deswegen. Also ich fand's halt lustig, diese typische Bürokratie so. Ja, bevor sie das Kabel kriegen können, müssen sie mir erst noch dies, das, jenes und diesen Schein unterschreiben. Und dann beim ersten Mal, als er irgendwie das Kabel kriegt, also das falsche und zu kurze irgendwie oder ein falsches, dass er ihn dann so quasi rausschmeißt, beziehungsweise halt so nicht alles unterschreibt und keinen Bock mehr drauf hat und ihn dann quasi so, rauswirft. Mhm. Und beim zweiten Mal halt den ganzen Scheiß unterschreiben. Genau. Das ist so großartig. Und das mit einer absoluten Genugtuung vom Lieferantenmenschen. Okay, ich guck da jetzt gerade noch mal kurz rein. Vielleicht finde ich die Stelle gerade. Das will ich jetzt doch wissen. Weißt du ungefähr, wo das gewesen ist? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das war, glaube ich, im letzten Teil. Aber wollen wir kurz darüber reden? Weil das ist auch wieder sowas, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Den Teil, wo sie sich trennen, okay, das sehe ich ja ein, das macht Sinn. Aber was sollte dann dieser Blödsinn, als er im LKW anfängt, also Harlan, im LKW anfängt grün zu leuchten, ein Erdbeben auslöst und die Sonne wieder sich rückwärts dreht? Ich hatte den Verdacht, dass das nicht mal er ist, sondern dass ja parallel gleichzeitig der verrückte Professor in seinem Labor rumspielt
und der das ausgelöst hat. Das scheint ja aber nicht so zu sein. Ich könnte das auch noch akzeptieren, dass eben dieser Effekt von dieser grünen Strahlung immer schlimmer wird in ihm, desto weniger er an sich selbst zu reparieren hat, dass das dann quasi die gleiche Energie weiter ausstrahlt und die Umwelt beeinflusst. Aber auf der anderen Art hatten wir halt diesen Zeitverschiebungseffekt im großen Finale, als sie sich dann auflösen, halt auch wieder nicht. Da habe ich auch Probleme mit. Wir haben ja ein paar Mal schon gesagt, es gibt gute Ideen, aber das wird nichts draus gemacht. Und das hier ist auch so eine Idee, dass er irgendwelche Superkräfte bekommt. Ich meine, wir haben ja Feuerkind schon erwähnt und Harlan ist ja unsere Charlie McGee. Wenn auch älter und nicht so ganz so niedlich. Und nicht ganz so pädophil im Kontext. Zum Glück, ja. Wir haben ja auch den Rainbird nicht hierbei. Ja. Trotzdem, hier denkt man, oh, da entwickelt sich irgendwas, das könnte spannend werden, der kriegt irgendwelche Kräfte und vielleicht kann er am Ende zurückschlagen. Nee. Ja, also kann er das wirklich kontrollieren? Das ist halt die Frage. Also kann er das dann bewusst machen und nicht hier wie in dem Diner? Übrigens noch zum Thema Flirten, in dem Diner war es ja auch recht hart. Naja, aber wie gesagt, ich kann mir das schönreden. Diese Strahlung ist in seinem Körper mehr oder weniger fertig, ihn zu regenerieren. Meinetwegen. Dann, dadurch, dass eben damit fertig ist, strahlt es nach außen. Okay, meinetwegen. Das würde ich mir schönreden können, als er dann Gina im Arm hat, dass vielleicht diese Strahlung statt der Umwelt sie direkt beeinflusst und sie jünger macht. Was man nicht sieht, weil sie ja dann gleichzeitig beide verschwinden. Das könnte ich mir schönreden. Aber was dieser ganze Erdbebenblödsinn und der ganze Mist sollte, das verstehe ich überhaupt nicht. Zumal das ja auch nicht thematisiert wird. Ich meine, für Andrews wäre das ja die perfekte Spur gewesen. Und nicht mal das nutzen sie. Hätte man da irgendwas im Verlauf dieser Folgen draus gemacht? Okay, hätte ich damit super leben können. Das wäre dann so ein Geheimnis gewesen, das sich irgendwann aufklärt. Aber es ist einfach nur da und es, ja, dann ist es wieder weg. Und das hat mich unheimlich gestört. Mich auch. Wollen wir zum großen Finale kommen? Gleich zwischendurch. Ja. Ich habe einen Link in den Chat geworfen mit dem YouTube-Dings mit Timestamp. Dankeschön. Ich finde tatsächlich einen, also vor dem Grand Finale gibt es noch, glaube ich, eine wirklich, wirklich erwähnenswerte Szene. Die Vogelscheuchen im Polizeiauto. Mhm. Und wie sie sich totlachen. Ja, das ist so großartig. Wo dann auch tatsächlich Andrews dann das erste Mal so richtig, ne? Ja, aber auch diese Szene, dass die Polizisten einfach mal das Feuer auf das Auto eröffnen und nicht einer mal vorher mit dem Fernglas reinguckt, ob da wirklich Leute drin sind. Also, es sind schon nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, ja. Wobei, nicht die hellsten Kerzen, also sie widersetzen sich da ja Andrews Befehl direkt. Also, der hat ja gesagt, hier schieß drauf, ne? Hauptsache, der Opa bleibt ganz. Und der Rest ist mir total egal. Und die sagen ja von sich selber aus so, nee, wir schießen jetzt doch erstmal nur irgendwie auf die Reifen, dass sie nicht weg können. Und dann gucken wir erstmal und schleichen uns an und öffnen da jetzt nicht so direkt das Feuer. Übrigens, danke Jonas, ich habe das Bild jetzt vor mir und ich weiß, was ihr meint. Das ist schon echt gespenstig. Wobei der Typ schon wesentlich schlanker ist als ich. Ach, das ist nur deine Ansicht. Naja. Nee, aber doch, es ist lustig. Und dann möchte ich noch über die Hippies reden. Du immer mit deinen Hippies. Ja, wir gründen jetzt einen Gesprächskreis. Und den haben wir schon, deswegen sind wir hier gelandet. Ja, ich weiß nicht, für mich waren sie so, aus der Zeit gefallen kann ich nicht sagen, aber weißt du, was ich für ein Gefühl hatte? Wir haben jetzt Twin Peaks schon öfter erwähnt und das habe ich mehrfach in dieser Serie das Gefühl, man hat versucht, so diese quirky Nebencharaktere einzufügen, dass man, wenn die Serie tatsächlich in eine zweite Staffel geht, dass man irgendwas hat, wo man noch drauf aufbauen kann. Und so finde ich auch, dass diese Hippies hier eingeführt werden. Dass irgendwie, dass die wieder auftauchen können, dass man was Lustiges hat, denn ich fand sie echt anstrengend.
Ja. Ich habe ja echt gehofft, dass das nach außen Hippies sind, aber in Wirklichkeit Widerstandskämpfer und der Keller voll mit Waffen ist. Aber es war dann leider nicht so. Aber ich muss sagen, den General in Hippie-Klamotten, das war schon ein Bild. Ja, schon. Und Terry auf dem Wasserbett, da hätte ich mir auch schon Anwendungsfäker einfallen lassen können. Tja, so viele ungenutzte Chancen. Das ja, es ist deprimierend. Aber egal. Naja, auf jeden Fall, es kommt dann zum großen Showdown. Lustig fand ich die Müllmänner mit den schweren Waffen und so. Und ja tatsächlich, wie beim Major seine posttraumatische Belastungsstörung kickt und er sich plötzlich aufregt, dass die alle unfähig sind und dass da keine Disziplin herrscht. Und er dann rausrennt, um die alle anzuschreien und tatsächlich mal militärisch zu sein, was ihn dann am Ende in Schuss einbringt. Das habe ich irgendwie, also den Punkt habe, also entweder war das das gerade, wo ich gerade in Lava gefallen bin, so kurz vorher. Was ich nicht so richtig verstanden habe, warum zur Hölle war auf einmal diese Major im Nebenhaus neben der Hippie-Kommune? Na, weil sie den, der war doch die ganze Zeit im geklauten Flugzeug noch. Ja. So, und da hat ihn Andrews ja rausgeangelt und hat ihm gesagt, vielleicht können wir den noch brauchen, nehmt den mit. Ah, okay. Ja, okay, dann war das die Stelle, wo ich gerade in Lava gefallen bin. Wärst du mal drin geblieben, denn es wird nicht besser. Ja. Naja, wir hauen dann durch die Abwasserkanäle ab. Also Terry und die zwei alten Menschen. Und Louis verschwindet einfach so, ohne jede Erklärung. Doch, der ist falsch abgebogen, hat er dann nachher gesagt. Ach so, okay. Ja, und sie sucht ihn dann halt, geht zurück in dieses Kanalrohr und statt Louis findet sie Andrews. Große Kampelei und so weiter und so fort. Die beiden Alten, weil Gina schon nicht mehr kann. Harlan tröstet sie halt, fängt sie so ein bisschen auf, macht ein bisschen Pause und in dem Moment kommt Andrews reingestolpert und in dem Moment wird die Welt grün und Harlan wird grün und Gina wird grün und sie verschwinden. Und Andrews wird noch kurz von dem grünen Kraftfeld so zurückgeschleudert. Das habe ich tatsächlich gar nicht so gesehen und verstanden. Ich dachte einfach, er ist nur abgelenkt. Nee, der ist da drauf zugelaufen, wollte dann irgendwie an die ran und dann ist er irgendwie zurückgeworfen worden, steht auf und dann ist er eben anschließend von Terry dann von hinten durch die Brust ins Auge Platz und so. Und dann waren die beiden weg. Genau. Hier muss man jetzt aber sagen, es gibt nicht nur dieses Ende. Es gibt ein Originalende, das gedreht wurde, als man gedacht hat, oh, vielleicht gibt es noch eine zweite Staffel. Dieses ursprüngliche Ende, das zeigt, wie Harlan einfach geschnappt und vom Shop davon geschleppt wird. Aber man hat ganz schnell erkannt, ach nee, die Serie läuft doch nicht so gut, also wir werden keine zweite Staffel machen. Und deswegen haben sie dann versucht, dieses Ende zu machen, um es zu einem Abschluss zu bringen. Ja, wobei das doch eigentlich auch relativ viel offen lässt. Ja, so von wegen so, okay, alles. Wo sind die jetzt hin? Was passiert da jetzt? Also, das war dann tatsächlich der Punkt, wo ich dann da saß und dachte so, okay, aber jetzt will ich schon so ein bisschen wissen, wie es weitergeht. Das ist es, doch. Also tatsächlich habe ich hier jetzt gedacht, okay, man könnte was draus machen, aber wie so oft in dieser Serie, nein, haben sie nicht. Und es ist auch kein Handlungsstrang wird irgendwie zufriedenstellend abgeschlossen. Also wir haben die Tochter, die vorher sich geweigert hat, die beiden allein zu lassen, die geht einfach. Wir haben Dr. Todd Hunter, der sein Gerät abschaltet, nachdem es funktioniert. Der seine Uhr verschwinden lassen hat. Ja, also und wir haben ja Harlan und Gina, die einfach verschwinden. Und wir haben Terry, die Andrews, okay, also der Handlungsstrang Andrews ist relativ endgültig abgeschlossen. Ja, wie ist das? So. Wobei ich das halt auch, Jonas und ich, wir haben da, glaube ich, beide geflucht. Ich hätte einfach noch eine Sicherheitskugel investiert. Ja, das ist für Staffel 2, dass er zurückkommen kann. Falls dann doch wieder mal Bedarf ist. Aber ich hätte tatsächlich ein befriedigendes Ende für dieses ganze Elend schreiben können. Weil wenn wir schon diesen ganzen Mist etablieren mit die Zeit und Sonnenaufgang zurückgedreht und so weiter. Und wie gesagt, ich habe das am Anfang tatsächlich so verstanden, dass das nicht Harlan auslöst, sondern der Doktor, während er da so seine lustigen Experimente macht. Es wäre doch ein leichtes gewesen,
dass die Uhr, die er da in seinem Experimentiertisch stehen hat, nicht verschwindet, sondern dass er halt einfach quasi das Ganze darauf zurückdreht, aus Versehen, dass das gar nicht passiert ist. Dann wäre das zwar auch ein unbefriedigendes Ende gewesen, aber es wäre wenigstens ein logisches Ende gewesen für diese Serie. Und eine Zeitschleife. Genau. Oder überleg mal, der Harlan wacht dann auf einmal in seiner Dusche auf und merkt, das war alles nur ein Traum. Genau. Nee, aber wie gesagt, alleine nur dieses, der spielt da mit Uhren rum und mit der Zeit. Dann wäre ja eine Zeitschleifenlösung die logischste Variante gewesen. Ja, das Problem ist nur, es hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, wie man tatsächlich diese Handlungsstränge auflösen will. Und deswegen ergibt nichts einen Sinn. Stephen King hat mal irgendwo in einem Interview gesagt, er hätte die ersten 5 Episoden schon irgendwo geschrieben und hat dann Outlines für die letzten 2 gemacht. Ja, hat aber nicht gut gemacht. Mhm. Also, Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, dass eben das da das Problem war, dann mit den, der hat bloß nur die Outlines vorgegeben, halt einfach ist okay. Weil es halt, glaube ich, auch einfach ein gutes Stück im Unklaren war, ob das ganze Ding jetzt weitergeht oder nicht. Also ich weiß ja nicht, wann so während der Dreharbeiten dann klar wurde, okay, da wird es garantiert keine zweite Staffel von geben. Ja, das habe ich leider auch nicht rausbekommen. Da man ja aber noch ein anderes Ende gedreht hat, muss es dann doch schon zumindest während der letzten Folge irgendwann passiert sein. Ja, wobei man ja, glaube ich, bei solchen Serien dann eigentlich auch teilweise wirklich auf Verdacht produziert hat. Das wird heutzutage noch eher gemacht sogar als damals. Aber was mich halt stört, ist, man hat ein unbefriedigendes Ende und ersetzt es gegen ein anderes unbefriedigendes Ende. Was ist denn in dem Alternativende aus China geworden? Keine Ahnung. Wahrscheinlich blieb das auch einfach alles offen. Okay. Naja, also ich würde mich darauf einigen, die Ideen waren teilweise echt hübsch. Es hätte ein 90-Minuten-Film sein können, dann wäre es nicht gut gewesen, aber okay. So war es einfach sehr unbefriedigend für mich. Was mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, wenn man so von noch verschiedenen Szenen, also es gibt eine Szene, die ich so aus und rein auch so ein bisschen privatem Interesse noch bemerkenswert finde. Das ist so die quasi Hacker-Szene in der Serie, in der Episode, wo sich praktisch einer der Major und der Assistent. Und der Assistent da quasi ein Hacker-Duell leisten an irgendeinem Terminal, was irgendwie alles uralte Apple II waren, aber gut, okay. Da halt rumhacken und dann, ja, der eine unterbrochen wird und deswegen jetzt das Passwort nicht eingeben kann und der andere dann erstmal die Datei sperren und dann löschen und Ja, Jonas, wie siehst du das Ende und diese ganze Sache an sich? Beides sehr unbefriedigend. Okay. Nee, es war okay anzugucken, aber auch nur stellenweise. So? Tatsächlich bin ich bei diesem Ende wieder ein bisschen wacher geworden, weil ich auf ein Ende gehofft hatte. Aber ich habe es nicht bekommen. Ich mag Serien aus der Zeit, ich mag Mystery-Serien aus der Zeit, die haben viele coole Sachen gemacht. Golden Years zählt leider nicht dazu. Und Stefan? Tja, also habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man es auf ein Viertel Umdrehungen, also ein Viertel der Geschwindigkeit guckt, geht's eigentlich. Dann ist das Pacing von dem ganzen Ding halt einfach nicht so extrem langatmig. Und ja, du hast halt zwischendrin halt immer wieder irgendwelche komischen Logiklöcher gehabt, die vielleicht dann auch einfach der Übermüdung oder der Ablenkung dann einfach geschuldet waren, weil das Ding eben so langatmig war. Also ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was ich sage, hey, wenn du eine total geile Serie suchst, die ich dir unbedingt ans Herz legen will, dann ist Golden Years tatsächlich nicht diese Serie. Gut, habt ihr noch Ergänzungen, die ihr gerne unterbringen wollt? Können wir jetzt nach Hause, Mami? Ja, bitte.
Naja. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles durch. Wir haben alle Querverweise auch schon mitgeteilt. Und ja, ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendwelche großen Erkenntnisse hast, können wir langsam zu den Bewertungen kommen. Ja, also ich würde hier tatsächlich auf eine Symbolik verzichten, weil nein. Nein. Ja, ich wir würde haben sagen, die wir Uhren, führen das Elend zu Ende. Genau. Wir haben die Uhren und sowas ja schon angesprochen, da braucht man nicht noch weiter drauf einzugehen. Genau. Gut, dann danke ich ganz sehr unserem Gast, den Stefan. Immer wieder gern. War uns eine Ehre. Du kannst doch gerne mal wieder zu besseren Geschichten kommen. Tja, leider nicht zu irgendwelchem Kruscheln. Aber ich mach's sehr gerne. Also es macht mir tatsächlich Spaß, weil es halt irgendwie ein gutes Stück raus aus meiner Komfortzone ist, was ich normalerweise lesen würde. Dann bedanke ich mich außerdem beim wundervollen Jonas. War schön, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Außerdem beim großartigen Flo. Wie immer schön mit dir. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein... Ja, es war schön. Und liebe Hörer und Hörerinnenschaft, es war mir eine Ehre, für euch zu senden. Wie gesagt, wir werden uns als nächstes bei Das Bild hören. Da sind wir uns, glaube ich, alle noch ein bisschen uneinig, wie wir die Folge bewerten, aber das werdet ihr hören. Und dann sehen wir mal weiter, wie weit wir dieses Jahr noch kommen. Ich will euch, wie gesagt, keine Versprechen machen, aber eine Endjahresfolge bekommt ihr definitiv auf jeden Fall noch. In diesem Sinne, danke, dass ihr uns die Treue haltet. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.